Naja, auf jeden Fall hat man dafür so ein Medikit-Dings bekommen. Na, jetzt komme ich hier mal wieder nicht hoch. Aber müssen wir auch gar nicht, denn hier unten ist ja eigentlich auch ein Fahrstuhl. Den wir auch benutzen können. Komm mal, Bosser. Steck mal dein Ding da rein. Ach ja. So, und da sind wir schon wieder hier oben. Gehen noch ratzi-fatzi. Unten habe ich gerade geguckt, ob das so aus, wenn man noch lang balancieren kann, aber ist jetzt auch erstmal egal. So, und dann hauen wir auch unsere Schwelle da rein. Sesam öffnet sich. Yay, rein ins Paradies, ne. Naja. Was ich bei dem Level hier ein bisschen schade finde, man sieht Jacks Vater gar nicht. Aber Fang ist hier zurück. Da ist er. Jacks Vater war doch eigentlich hier, ne? Aber, weil er ist doch irgendwie der oberste Pirat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Der Wächter des Kodex oder irgendwie sowas war auch der Vater. Aber leider sieht man ihn hier gar nicht. Das finde ich extrem schade. So, er gibt uns auf jeden Fall den Knochen. Für Fang. Und da bitte. Eigentlich war Fang doch auf der Insel zurückgelassen. Da habe ich letztes Mal schon gefragt. Aber er ist jetzt doch irgendwie wieder da. Warum auch immer. So. Und mit ihm können wir einfach hier ein bisschen rumgraben. Und abwärts. So. Da brauchen wir einen kleinen, aber. So, Fang ist ja auch klein. Ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen kleinen dabei. Aber doch, der Hund. Zack. Häng dich mal da ran. Oh, wo ist er denn? Und schon geht das hier auf. Und wir können den Kodex mitnehmen. Ist ja, glaube ich, der Kodex. Und hier müsste ja eigentlich dann irgendwo auch Jacks Vater sein, aber leider sieht man ihn nicht. Leider. Das war eigentlich mit einer der coolsten Auftritte überhaupt in dem Film, aber naja. Schade. Der arme Will. So, das Level hätten wir auch geschafft. Und jetzt kommt auch nur noch eins. Das finale Grande Level. Die endgültige Schlacht gegen Davy Jones. Ich trinke nochmal einen Schluck. Erfrischendes Wasser. Und dann haben wir auch schon diesen Part durchgespielt, aber noch ist es ja ein bisschen. Das Level ist auch noch recht cool. Yeah.
Und jetzt sind die ganzen reales Münzen Anführungsstrich hier auf dem Schiff verstreut und wir müssen Ali finden und sie wird dabei immer größer werden. Und ich glaube, der Regenschirm, der ist zwar kein Dings, aber der war, glaube ich, irgendwo. Da ist er ja schon. Denn die Kenner von euch wissen's, ja, dann werden es gleich sehen. Das Auge ist eine reales Münze. Und zwar, glaube ich, sogar die von Barbossa. Und wo waren denn hier noch Fische? Muss ich mal ein bisschen überlegen. War hier irgendwo noch etwas? Hier unten war, glaube ich, auf jeden Fall noch eine. Ach, da brauchen wir eine Fackel. Okay, da brauchen wir eine Fackel. Nehmen wir eine Fackel. So, hätten wir die auch. Und hier runter. So, Dings, verschwinde mal. Können wir die Fackel auch wegfeuern. Und uns das Ding krallen. Und jetzt daran. Oh. Die Sprünge hier sind manchmal echt knifflig. Also nicht direkt schwer, aber wegen der Kameraperspektive und der Steuerung sind die doch gar nicht so einfach. So, dann können wir noch das Fernglas gucken. Und da drüben haben wir. Hallo. Wer bist du denn? Laufen wir mal hinterher oder gucken wir lieber hinterher? Bam. Und sie wirft uns das nächste rüber. Ein Rettungsring. Cool. Und wie groß die jetzt schon ist, ist echt krass. Sieht doch irgendwie lustig aus. So. War hier noch was mit dem Steuerrad? Ich weiß gar nicht. Ach, wir können doch hier genau dagegen feuern. Zack. Und dann hier nach oben. Und da hinten haben wir doch auch noch eine. So ein Klunker. So. Ich weiß gar nicht, war hier oben noch eine? Wir können ja mal gucken. Ah, da mit der Kanone. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal nach da oben. Wie viele fehlen denn noch? Weiß gar nicht. Drei, glaube ich. Oder zwei oder drei, weiß nicht. So, aber erstmal nochmal nach hier oben. Und zack, genauso wie eben hier rüber. Damit der Fisch und gleich eine Fackel. Mit der Fackel das hier mal anzünden. Und die Kanone kann da unten ein bisschen was wegsprengen. Aha. So. Da haben wir gleich das nächste Teil.